Ja, meine Damen und Herren, wunderschönen guten Tag. Wir werden uns jetzt etwas über Strafrecht unterhalten. Das österreichische Strafrecht ist ja... Also das österreichische Strafrecht teilt sich... Das österreichische Strafrecht teilt sich, ja, ist in Ordnung. Das österreichische Strafrecht teilt sich einerseits in Delikte über das Vermögen und andererseits in Delikte gegen das Leib und Leben grob ein. Ja? I'm the doctor. Doctor who? Exactly. Sicher nicht. Du bist Magister, genauso wie. Exactly. Wollte nicht unterbrechen. Okay. Also wie gesagt, Strafrecht teilt sie in Vermögens- und Körperschaftsdelikte an. Ich wollte nur... Ja, Max? Ich habe das Gefühl, dass ich die jetzt belogen und betrogen habe. Weil ich ja nur Magister bin. Das macht nichts, Max. Und das Gute ist, weil wir gerade im Strafrecht sind, du hast mich gar nicht... Betrogen. Belogen schon. Du weißt schon. Ja, da fällt mir jetzt ein Stein vom Herzen. Lies make the small Jesus cry. Wie bei den Simpsons. Das macht es auch nicht leichter. Okay. Das stimmt, ja. Aber betrogen habe ich dich nicht. Nein, du hast mich nicht betrogen. Gut. Damit sind wir ganz genau bei dem Thema. Lass dir Zeit, Max. Der Max hat gesagt, er ist Doktor, der Doktor, hat sich quasi für einen anderen ausgegeben, obwohl er eigentlich nur Magister ist. Und dann hat er angenommen, dass er mich jetzt betrogen hat. Man spricht sehr oft landläufig von einem Betrug, wenn man jemand anderen die Unwahrheit erzählt. Aber in Wirklichkeit ist es kein Betrug. Betrug ist nämlich ein Vermögensdelikt. Das bedeutet, es muss auch was mit Vermögen zu tun haben. Das ist nämlich dann meine Thalys. Und lese euch mal kurz den Gesetzestext vor. Da steht, Paragraph 146 Strafgesetzbuch. Betrug. Wer mit dem Vorsatz, durch das Verhalten des Getäuschten, sich oder einen Dritten unrechtmäßig zu bereichern, jemanden durch Täuschung oder, durch Täuschung über Tatsachen zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung verleitet, die diesen oder einen anderen am Vermögen schädigt, ist mit einer Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten oder einer Geldstrafe mit bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Das ist kompliziert. Ganz genau, das ist wunderbar im Gesetz, aber es ist etwas kompliziert. Ich weiß noch, im Studium, das war sehr kompliziert. Ja, das stimmt. Das war für mich auch kompliziert. Darum sind wir beide nicht der Doktor. Was bedeutet also Betrug jetzt? Betrug bedeutet, dass ich jemanden anderen täuschen muss. Also es gibt die Täuschung, das ist, ich belüge jemanden. Aber das habe ich ja eh da. Ja, du machst darüber keinen Gedanken. Ja, wie gesagt, das passt schon. Und ich muss jemand anderen täuschen, also die Täuschung über Tatsachen. Also ich muss dem anderen erzählen, ich bin etwas, ich kann etwas, ich habe etwas, das aber nicht stimmt. Damit aber nicht genug, weil das ist ja quasi nur täuschen, nur belügen, wenn man so will. Aber ich muss den anderen auch noch dazu verleiten, dass er mir sozusagen oder einem Dritten Geld, also Vermögenswerte, zukommen lässt, mit der Absicht, mich oder diesen Dritten zu bereichern. Das heißt, dass mein Vermögen mehr wird. Angenommen jetzt der Max sagt, hey, ich bin der Doktor. Und ich sage, what? Und der Max sagt, ja. Und ich sage, wirklich? Und er sagt, ja. Und ich sage, na dann, wenn du das sagst, wo ist der Sonic Screwdriver? Und der Max sagt, dort liegt er ja. Sogar zwei. Und ich sage dann, ja, zwei Sonic Screwdriver. Und eine TARDIS, kein Problem, der Max ist der Doktor. Steht ja auf seinem blauen Schal auch schon drauf. Da ist er nicht mehr aus. Und wenn dann der Max sagt, hey, meine TARDIS, die ist aber ziemlich klar zurzeit. Und ich sage, ja, das stimmt. Hast ja bigger on the inside. TARDIS ist größer als deine. Ja, deine TARDIS ist größer als meine TARDIS. Wunderbar, genau, Max. Und auf jeden Fall, wenn dann der Max sagt, hey, ich muss meine TARDIS ja groß machen und das kann ich nur mit...
Am Fluxkompensator, ja, ist oder zurück näher, in die Zukunft oder näher zur Kamera tragen. Oder näher zur Kamera tragen, aber wir, also der Max braucht irgendwas, was Spezielles. Lass dort stehen. Oh, das ist, ja. Ja. Und der Max braucht irgendwas Spezielles und der Max sagt, ja, aber das kostet so viel Geld. Mhm. Und ich bin ja der Doktor. Und ich bin der Doktor. Genau. Und dann sage ich, ja, kein Problem, Doktor. Ich mag ja sowieso dein eicher Companion werden. Und der Max sagt natürlich, genau, zuerst Eintrittskarte zahlen. Ja. Und ich sage, kein Problem, da hast du meine goldene Mastercard oder was auch immer. Und ich gebe ihm das dann. Und der Max weiß ja ganz genau, dass er nicht der Doktor ist. Und er weiß auch ganz genau, dass man die TARDIS nicht mit einem Fluxkompensator, nicht indem man die Polarität umkehrt, nicht indem man Ionen draufschießt, irgendwie vergrößern kann. Mhm. Dementsprechend hat er mich belogen, und zwar so belogen, weil ich geglaubt habe, dass man eben die TARDIS vergrößern kann und dass man dann mit der TARDIS durch Raum und Zeit fliegen kann, und habe ihm deswegen Geld gegeben. Das heißt, er hat mir Vermögen herausgelockt, damit er das hat, das Vermögen, und ich bin sozusagen nicht nur getäuscht, sondern habe auch weniger Vermögen, also weniger Geld jetzt. Das wäre der Betrug im strafrechtlichen Sinn. Vermögensverschiebung. Ganz genau. So hat man das immer gemerkt beim Studium. Ganz genau. VV. Genau, Vermögensverschiebung. Und Vorsatz. Genau, Vorsatz. Er muss das auch wissen und er muss das wollen. Das heißt, er muss annehmen, dass ich ihm das glaube, und er muss das auch wollen, dass ich ihm das Geld gebe. Wenn man jetzt nur sagt Vermögensverschiebung, guter Hinweis, Vermögensverschiebung kann zum Beispiel auch durchaus legal sein. Was wäre eine legale Vermögensverschiebung? Kauf. Ja. Kauf. Achso, das sind immer die leichten Fragen, die ich nicht beantworten kann. Es tut mir leid. Das war jetzt gemein, tut mir leid. Auf jeden Fall, also das war zum Beispiel der Kauf. Kauf ist letztlich auch eine Vermögensverschiebung. Der eine gibt Geld und erhält eine Ware. Ob jetzt das Geld vom Betrag her mehr wert ist wie die Ware, ob die Ware mehr wert ist, also ob es ein gutes oder ein schlechtes Geschäft ist oder ob das äquivalent ist, das ist vollkommen irrelevant. Aber das, was wir da sagen, ist eben die strafrechtliche Form von Betrug. Das Ganze gibt es dann auch im Zivilrecht, wo man dann diese Verträge zu einem gewissen Grad anfechten kann. Wegen List nennt sich das dort. Also List, das ist schon wieder mehr in Richtung, weniger in Richtung Betrug, aber mehr in Richtung Täuschen in Wirklichkeit. Aber wie gesagt, es geht auch dort um die Täuschung über Tatsachen. Also wie gesagt, leider, die TARDIS wird nicht größer. Still bigger on the inside. Yes. Und yes. Das war sozusagen der Betrug. Also wie gesagt, wir merken uns eine, wie du sagst, VV. Vermögensverschiebung. Und zwar ungerechtfertigte Art und Weise. Dankeschön. Da kann ich es wirklich haben jetzt, oder?